Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Wir sind mitten in einer Mission hier in einem Pandora-Bau. Wir haben schon einen Brutwächter ausgeschaltet, hier hinten sehen wir ihn. Und wir haben auch schon jede Menge Gegner ausgeschaltet, die hier von Anfang an sichtbar waren und sich schön aufgereiht hatten. Das war ein sehr ordentlicher Start. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel hier noch kommt und vor allen Dingen, wo sie herkommen. Wir haben mehrere Spawn-Punkte, das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann müssen wir den nächsten Brutwächter noch finden. Keine Ahnung, wo er aktuell ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass der sich hier in dem Bereich irgendwo aufhält. Wir gucken mal. Also, Zug beenden. Und dann schauen wir mal, ob uns irgendwas vor die Nase läuft. Nein. Okay, eine sehr ruhige Runde. Dann lasst uns mal hier schauen. Sandrina, wir machen jetzt mal hier... Ja, guck mal, das sind da stehen jetzt vier Mann mit dabei. Wir werden hier mal den Wutrausch verursachen. Und damit kriegen wir die jetzt alle ein bisschen schneller. Und dann können wir mit einem Sprint hier mal so richtig hochmarschieren. Und... Da ist was. Da ist was. Und jetzt ist die Frage, ist es ein Gegner oder ist es ein, also ist es ein was Bewegliches oder ist es ein Brutwächter? Wir gehen mal hier hin. Ah ja, es ist ein Ei. Okay. Und da ist aber auch der Brutwächter. Okay. Hm. Wir beginnen gegen ihn. Ich glaube, wenn der kaputt ist, ist ja Feierabend, oder? War das nicht so? Glaube schon. Das heißt, wir bringen Grossmajan jetzt mal noch ran. Der könnte aufs Ei schießen. Sandrina, kommt die mit einem Sprint? Ne, schau mal, wir kriegen Sandrina so, dass sie aufs Ei schießen kann. Und dann können wir hier Feind gesichtet. Ah, da hinten ist noch ein Ei. Aber das war die zweite Brut. Der zweite Brutwächter. Und ich glaube, es ist vorbei dadurch, ne? Jo. Okay, das war jetzt doch ein schneller Abschluss. Schauen wir mal. Es gibt einen Stufenaufstieg für Grossmajan. Ansonsten hält sich das in Grenzen. Aber wir sind, ja, ich bin trotzdem nicht unzufrieden. Es waren ja alles noch Soldaten, die noch die ein oder andere Stufe aufsteigen können. Wir gucken mal hier. Sandrina, 70 Punkte. Das war in Ordnung. Und hier unten Falkos. Da dauert es nicht mehr lang. Nächste Mission könnte es soweit sein für Falkos. Und auch Thorsten wird in der nächsten Mission mit Sicherheit dann Stufe 5 erreichen. Gut. Das Pandora-Nest wurde neutralisiert und von seinen Bewohnern verlassen. Jawohl, wir haben ein Cyclops noch bekommen, inklusive Magazin. Überschaubar natürlich, ne? Wir füllen auf und damit ist das hier erledigt. Hier hinten hätten wir jetzt noch was, ne? Da ist ein Nest. Komm, da fliegen wir doch direkt hin. Den Stufenaufstieg. Den machen wir auch und da gibt's bereit für die Action. Da brauchen wir eigentlich nicht lange überlegen. Angebrachte Waffen. Das heißt, ja, da würde... Genauigkeitsbonus. Ja, da würde sich dann ein Brecher. Da würde sich ein Brecher lohnen. Mhm. Ja, könnte man eventuell machen, ne? Grossmajan, Stummsoldat Brecher vielleicht. Aber da warten wir jetzt nochmal eine Mission. So, die Bewegung haben wir drin. So, was machen wir hier drüben? Hier scannt aktuell die Drohne. Hier scannt eine Drohne. Hm. Tja. Schwierig, ne?
Hier haben wir noch eine Basis. Wollen wir uns die... Ich meine, macht es Sinn, diese ganzen Basen sich nach und nach zu sichern? Warum eigentlich nicht, ne? Was kostet es denn? 900. Ist halt auch eine weitere Satellitenanlage, eine weitere Einheit, die scannt. Und das kann eigentlich alles nicht schaden, je mehr wir davon haben. Desto besser ist unsere Abdeckung. Ja, wir fliegen mal hin. Selbes Spiel hätten wir hier unten, ne? Hier ist bei 59% der Scan. Hier hätten wir auch noch eine weitere Basis, die man eventuell einnehmen könnte. Hier warten wir noch. Obwohl, wie sieht es jetzt hier aus? Das ist jetzt Gesundheit. Hager und Ritz. Komm, ich würde sagen, wir haben ja Snake dabei, der heilen kann. Wir rüsten dir hier mal entsprechend aus. Das heißt, wir haben ein Medipack dabei. Bei Ritz. Wir nehmen mal kein zweites mit. Und wir haben bei Hager, da fehlt auch nicht viel. Das sind gerade mal 19 Punkte hier. Ich denke, das können wir dann schon machen. Antrag in der Waffenkammer eingereicht, ordnungsgemäß. Antrag angenommen. Es gibt die Arachni. Aber dann sollten wir uns auch das hier gönnen. Gut. Dann fliegen wir los. Dann schicken wir die hier rüber. Denn ja, jetzt beginnt langsam aber sicher der Timer zu ticken, dass wir hier, dass es einen Malus gibt, wenn wir nicht reingehen rechtzeitig. Wir lassen laufen. Und da sind wir. Jawohl. Gefahrenstufe Mittel. Das ist der Druck, den wir gerade gesehen hatten. So, Munition passt. Munition passt. So, hatte da Erde 2. Ach, die hat er wahrscheinlich gefunden, ne? Bei irgendeinem Blixer. Und Snake mit der Defender. Gehen wir hier drauf. Rattlesnake. Okay, zwei Geschütze am Start. Gut. Feuer frei. Gehen wir rein. 5, 8 dürften wir, aber das schaffen die 5 hoffentlich auch. Schaut mal an. Es ist schon wieder so, dass wir hier direkt massenweise Sicht haben. Zum Glück, hier drüben ist einer der Brutwächter direkt sichtbar und 2 Eier. Um die brauchen wir uns aber nicht kümmern. Da stehen wir ja auch nicht im Radius. Das heißt, wir kümmern uns darum. Hier haben wir nochmal 2 Eier, aber auch 2 Gegner. Zum einen Killer, zum anderen eine Plage. So, der 120. Der ist kein Problem und den Killer sollten wir eigentlich auch ganz gut erwischen. Er hat ja auch nur 210. So, wie fangen wir an? Ritz. Ja. Schnelles Zielen. Und dann werden wir da gleich mal entsprechend aufräumen. Acquiring target.
Kopf deaktiviert. Wir machen nochmal schnelles Zielen und dann ist der Killer schon ausgeschaltet. So, dann haben wir Plixer. Zuerst mal nehmen wir Äger hier hin und werden zweimal auf ihn schießen. Ja, und damit ist er schon verwirrt, aber wir kriegen ja noch einen Schuss raus und... Ah, der ging auf die Kanone. Okay. Aber der macht in der nächsten Runde nichts. Okay, das Ei braucht noch einen Treffer. Snake. Sure thing. Gut, erlegen wir ihn. Und jetzt schieße ich, glaube ich, nicht aufs Ei, oder? Das ist mir jetzt zu gefährlich. Wenn wir das jetzt, wenn wir da nämlich nicht treffen, dann kommt es raus. Let's do this. Gut, das haben wir erledigt. Hier schieße ich jetzt auch nicht drauf. Da beginnen wir in der nächsten Runde das Feuer. Wir machen jetzt lieber hier mal einen Overwatch. Hier rein und wir machen auch mit Snake einen Overwatch. Und dann gehen wir schon in Zug 2. Da kommt einer. Hui. Er läuft komplett an uns vorbei. Und ja. Nett. So, wie viel Schaden machen wir an dem Ding hier? Nicht wirklich viel, ne? Achso, halt mal, wir haben ja Blixer, ne? Wir haben ja, wir haben hier Blixer noch und wir haben auch noch Ritz für die Notfälle. Wir gehen hier hin. Schnelles Zielen. Dann packen wir uns, dann nehmen wir uns jetzt mal den ersten Brutwächter vor hier. 128 Schaden. So. Halt. Hier ist der Härte. So. Der Erde kann... Hier. Einmal... Ah ja, schon verwirrt. Damit kann das Ding ja eigentlich auch nichts mehr machen, ne? Aber ich glaube, wir kriegen es kaputt. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Dann lasst uns auf ihn schießen. So, jetzt aber. Plixer. Damit ist er weg und dann gehen wir noch aufs Ei. So. Das Ding wird in der nächsten Runde ja nicht keinen Nebel machen, weil er verwirrt ist. Das heißt, wir können jetzt... Ja, eigentlich war mal, ich krieg's auch kaputt, ne? Wir machen schnelles Zielen. Wir machen schnelles Zielen und machen es mit der Piranha. Geben wir ihm den Rest. Gut, damit ist die erste von zwei erledigt. Häger kann
hier jetzt ran. Einmal. Zweimal. Und dann machen wir hier einen Overwatch. Und Snake kriegt auch 3 Schüsse raus. Sollte ja reichen hier auf das Ei. Einmal. Zweimal kaputt. Und dann einen Overwatch. So. Oh. Okay. Da ging nicht viel Schaden raus. Kommt in unseren Rücken hier. Interessant. Egal. Waffen wir den? Zweimal schießen. Ja, aber das sieht schon gut aus, oder? Nein, er stirbt nicht. Und er hat noch den Spuckerkopf. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Denn ich will eigentlich jetzt... Warte mal, wir machen den Rüstungsbruch. Ich gehe hier oben in den Nahkampf gegen den Kameraden. ...154 Schaden, Kopf deaktiviert. So, aber die weiterentwickelte Schere hat er noch. Und wir können uns zumindest wieder ein Stück zurückziehen. So, Snake. Kriegt Snake die Schere kaputt? Aber wir müssen eigentlich die Schere kaputt machen, oder? Das sollte der Versuch sein. Warte mal, wir gucken mal, ob wir von hier auf die Schere kommen mit einem einigermaßen anständigen Schuss. Ja, 3 Chancen haben wir ja von der Sorte, ne? Jetzt. Shit, 1 Chance noch. Ist noch da. Ist noch da. 22 Punkte. Okay. Ja, hilft. Wo? Halt mal. Ritz hat Chancen, auf beide zu schießen. Schnelles Zielen. Also ja, ohne eine Bewegung. Dann hätten wir 2 Schüsse. Nee, scheiße. Doch, da unten, das Bein. Ah, bringt es was? 2-mal aufs Bein? Nee. Wir sprinten. Wir sprinten. Na, jetzt hat er keine Punkte mehr. So, was können wir jetzt treffen? Na, jetzt, ich treffe trotzdem nur das Bein oder den Arm. Scheiße. Arm deaktiviert. Ein Pistolenschuss kriegen wir noch hin. Oder der Erte. Moment. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht machen wir einen Killshot
Und dann gibt's Tapferkeitspunkte. Ja doch. Willenskraftspunkte meine ich, Tapferkeitspunkte. Ich bin jetzt nicht bei War Tales. Ritz hat Willenskraft bekommen, ein Punkt. Und es reicht für Schnellfeuer. Und dann können wir tatsächlich noch das war nicht schlecht. Gut. So, jetzt gilt es eigentlich, die zweite Brutkammer zu finden. Ja, den zweiten Brutwächter zu finden. Hier oben ist ein weiteres Ei. Das machen wir mit Häger. Zack. Dann holen wir Shake it, baby. Gucken wir mal hier, wie es ausschaut. Auch kaputt. Jawohl. Und wir machen mal einen Overwatch. Sicherheitshalber. Und jetzt ist die Frage, wo wird das Ding sein? I'll be there. Na gut, dann bleiben wir zusammen. Dann bringen wir die alle jetzt hier hoch. Und gehen gemeinsam weiter vorwärts. Wie gesagt, einen weiteren Abschuss. Das Ding müssen wir finden, dann ist eh sofort vorbei. Momentan keine Aktivitäten, so wie es ausschaut. Da ist einer. Da ist er. Snake. Ja, der kann sich ja... Aber wir gucken mal, dass wir jetzt, wenn wir uns jetzt wieder hier hinbewegen, machen wir ihn vielleicht direkt wieder auf. Nein. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Gut. Der Erte hinterher. Ich glaube, ein zweites Mal tarnen in einer Runde kann er nicht, oder? Ja, er ist jetzt eh verwirrt. Wunderbar, damit. Damit haben wir ihn. Mit Blixer gehen wir mal hier hoch. Ein weiteres Ei. Machen wir kaputt. Und... Tja. Ach, wisst ihr was? Komm, wir holen ihn weg. Nehmen wir Häger. Geben ihm den letzten Schuss. Wunderbar. Nichts zu sehen. Da oben ist Bewegung. Okay. Das heißt, wir werden Blixer mal... Ups. Was ist denn los? Hier hin? Ah. Oh. Ein Mindfragger. I'll be right there. Ausgeschaltet. Ja, das da oben könnte. Das könnte das Ding sein. Wir gucken mal. Ob wir jetzt hier schon was sehen. Nein. Dann wird es einen Overwatch geben. Wir werden mit Helga einen Overwatch machen. Ah, jetzt. Ah, das ist wieder ein Ei. Okay. Naja, nichtsdestotrotz, wir machen trotzdem den Overwatch. Es kann hier ja noch mehr geben.
Und dann bringen wir den Rest noch hinterher. Und eigentlich wollte ich noch eine Heilung machen. Wer war der, der angenockt ist? Helga hat noch ein paar Trefferpunkte, ne? Und Ritz auch. Ja, da stehen sie gut. Machen wir nächsten Zug mal eine Heilung. Aha, da ist noch einer. Der ist jetzt gerade wieder gespawnt. Und da hinten kommt auch noch ein Mindfragger. Yes, it's my turn. Hier hin. Steady. Ja, ist schwierig. Immer nur. I have a bad feeling about this. So, dann machen wir den Feldheiler jetzt mal. Is this blood all yours? Und ja, können wir die Kanone. Ich meine, der kommt jetzt dann näher, ne? Gehen wir doch mal hier hin und stellen die Kanone auf. Vielleicht bringt es uns ja noch was. This will help. Easy enough. Was hat der für eine. Ah, die Kanone. Der ist halt schon. Der schießt halt schon. Bös Schaden oder kann bös Schaden schießen. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir schießen ihm Spinnendrohnen vor die Nase. Ich glaube, dann kümmert er sich um die. Und dann können wir in der nächsten Runde dann. Ach! Das war jetzt die einzelne, ne? Ah, war blöd. Das war blöd. Eigentlich wollte ich zwei. Naja. Witz. Da Erte. Let's have a look. Auch nix. Na ja gut, dann kriegt er noch eine Attrappe zusätzlich hingestellt. Dann wird er, also eins von beiden wird er ja hoffentlich angehen hier. Und dann können wir ihn in der nächsten Runde uns dann packen. Hier oben kommt ein Mindfragger, den erledigen wir mit Blixer. War der zweite jetzt schon, der von hier oben kommt. Na, wisst ihr was? Wir gehen mal hier oben weiter. Vielleicht ist da ja noch was. Zug beenden. Ha, ein Giftwurm kommt da oben noch. Okay. So, und er schießt auf die Attrappe. Jawohl. Kein Problem. Kein Problem. So, jetzt können wir aber hier rein. Einmal. Und zweimal. Und damit ist sein Schild weg. Und jetzt kann der Rest hier. Was ist mit dem Geschütz? Räumt gut auf. Snake. Wisst ihr was? Wir nehmen. Ich gönne hier Snake mal den Kill. Und dann laufen wir wieder zurück, dass wir in der nächsten Runde das Geschütz einsammeln können. So, Ritz. Beziehungsweise Hager. Können wir hier in den Nahkampf gehen gegen das Ding? Ne, so weit kommt er gar nicht, ne? So schnell. Na gut, dann gehen wir mal hier hin. I'll try to get there in one piece. Und Blixer. Ready to engage.
kümmert sich um den Wurm. Jetzt stockt. Oh, oh, oh. Aber keine. Kein Brutwächter hier. Oh, doch. Da ist er. Okay. Ist der schon aktiviert? Nein, wir gehen mal wieder einen Schritt zurück. Gut, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Zug beenden. Ah, die Spinnendrohne haben wir noch. Die läuft mal hier hin. Jetzt ziehen wir die Mission durch. Ich mache jetzt keinen Cut mehr hier. Ha, schau mal, der Giftwurm hat sich an der Drohne hier. Ist auch nicht schlecht. Ja, wir fangen wir hier an mit Blixer. Ist ja egal, ob der jetzt dann eine Runde Nebel wirft oder nicht. Egal. Das Ei ist ja jetzt weg. Dann kümmern wir uns um das hier. Einmal. Zweimal. Und noch ein drittes Mal. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir können jetzt eigentlich einpacken hier. Geschütz einsammeln. Lasst uns hier einen Overwatch draufsetzen. Lasst uns hier einen Overwatch draufsetzen und dann machen wir in der nächsten Runde mit Plixer das Ding hier zum Ende hier. Zack. Und das war's. Gut. Ja, die gehen mittlerweile sehr, 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 sehr easy. 118 Punkte, Blixer. Kurz vor Stufe 5, sehr schön. 84, 80, 80, 78. Recht ausgeglichen, das Ganze schön verteilt. Finde ich gut. Jawohl. So, Nest zerstört. Keine Gegenstände erbeutet. Dafür ein paar Kosten gehabt, aber das ist schon in Ordnung so. Gut, was machen wir mit dem Trupp? Ist hier irgendwas Besonderes? Nein, wir könnten natürlich hier, wir könnten sie hier hinstellen, um ein bisschen schneller... Oh, doch, oh, was haben wir denn da? Da ist ja noch ein Pandora-Bau. Wieso eigentlich nicht? Na gut, Bau ist ein bisschen was Größeres, ne? Da sollten wir vielleicht doch nicht nur zu 5 reingehen in den Bau. Nicht, dass ich jetzt hier anfange, größenwahnsinnig zu werden. Okay, Leute, das soll es aber für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder mit Phoenix Point. Bis dahin, haut da rein. Tschö, tschö.